Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wieder beschäftigt uns das Thema Flüchtlinge. Es ist ein Thema und es bleibt eine Dauerherausforderung, hier auch zeitnah die richtigen Antworten zu finden. Und ich glaube, dass wir als Freie Wähler an dem Thema ganz nahe dran sind, wenn wir jetzt eben schon sagen, denkt voraus, wie geht es weiter mit dem Schutzstatus, wie geht es weiter mit dem Familiennachzug. Das sind jetzt die Themen, die draußen auch die Kommunalpolitiker berühren, die sagen, jetzt haben wir eine gewisse Zahl an Flüchtlingen in unseren Aufnahmeeinrichtungen. Was aber passiert, wenn diese Verfahren jetzt in den nächsten Monaten oder in ein, zwei Jahren zum Abschluss kommen? Die ersten Fälle werden ja jetzt doch auch abgeschlossen, trotz des Personalmangels. Was passiert dann bezüglich Familiennachzug und so weiter? Wir müssen hier auf alle Fälle ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre jetzt schon vorausschauen, weil wir sehen, dass das in der Vergangenheit versäumt worden ist, dass die Beschlüsse, ja, die im August rechtskräftig geworden sind, auf Bundesebene in die andere Richtung gezielt haben, indem man hier ja quasi auch den subsidiär Schutzbedürftigen dann die Genfer Bedingungen zugestanden hat mit Familiennachzug. Und was in meinen Augen, meine Damen und Herren, eigentlich einem Staat wie Deutschland ja überhaupt nicht zu Gesichte steht, dass wir sagen, nur weil wir nicht das Personal dazu haben, jeden Einzelfall entsprechend sauber zu prüfen, macht man mal pauschal einen gewissen Schutzstatus für alle Syrer in diesem Fall, weil wir nicht die Zeit haben, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde in einer mündlichen Anhörung genau zu analysieren, wo kommen diese Leute her, welche Stationen haben sie durchlaufen auf ihrer Flucht nach Deutschland, waren sie vielleicht schon in sicheren Herkunftsländern, waren sie schon in Flüchtlingseinrichtungen Jordaniens, Libanons, in der Türkei und dergleichen, sitzen dort die Familien fest. All das konnte man angeblich personell nicht steuern und hat dann pauschal gesagt, okay, dann stufen wir alle eben ein nach Genfer Flüchtlingskonvention, da braucht man 3 Jahre nicht mehr draufschauen, inklusive Familiennachzug. Und der Familiennachzug, na, um Gottes Willen, der wird dann in einem halben Jahr, in einem Jahr, bis dorthin haben wir mal Luft gewonnen. Wenn die dann kommen, bis dorthin sehen wir weiter. Das ist eigentlich ein politischer Offenbarungseid, nicht mehr die Zeit zu haben, eine halbe Stunde den Einzelfall zu prüfen und genau einzustufen. Nachher musste man aber die Zeit haben und das sind dann die Ehrenamtlichen, die diese Leute, die da kommen, gesundheitlich checken. Jeder, der kommt, kriegt einen Gesundheitscheck. Der soll dann später integriert werden, soll in Deutschkurs. All das muss später von Ehrenamtlichen und von den Kommunen geleistet werden. Aber eine Bundesregierung und eine Bundesrepublik Deutschland gesteht ein, wir haben nicht mal die halbe Stunde Zeit, genau hinzuschauen, was mit dem los ist. Und jetzt muss ein Bundesinnenminister zugeben, ja, dass sehr viele, die sagen, sie sind Syrer, gar keine Syrer sind. Da sind Pakistanis dabei, da sind Leute aus Bangladesch dabei, die sind durch diese offene Tür mitmarschiert und haben gesagt, ich bin auch Syrer, okay, Genfer Schutzstatus, der Nächste bitte. Meine Damen und Herren, ich habe gestern mit einem Fuhrunternehmer gesprochen, der viel Österreich, Italien und diese Touren fährt, der sagt, ihre LKW-Fahrer bringen stapelweise mittlerweile Ausweise und Papiere mit von weggeschmissenen Personalausweisen von Menschen aus Syrien und so weiter, die ihre Identität eben verschleiern wollen, die sind dann plötzlich nicht mehr namentlich erfassbar und sagen, sie sind Syrer, wer sie auch immer sind, und man kann ihnen nicht mehr nachweisen, dass sie vorher schon in Slowenien waren, in Österreich waren oder wo auch immer waren. Meine Damen und Herren, da kann man nur die große Überschrift drüber schreiben. Wir müssen wieder Ordnung in dieses System bringen. Wir müssen zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. Und ich bitte auch, dass wir die heutige Debatte mal versuchen, nicht hysterisch, emotional, ideologisch zu führen, sondern wirklich auf Grundlage geltendes Rechts. Meine Damen und Herren, geltendes Recht heißt nun mal, dass Flüchtlinge eingeordnet werden müssen, ist er politisch verfolgt nach 16a, wenn er individuell verfolgt ist, das sind sie nicht. Dann kommt die Genfer Flüchtlingskonvention, die abzielt auf Religionen, auf Ethnien, auf Bevölkerungsgruppen, auch das sind Bürgerkriegsflüchtlinge nicht. Dann bleibt
nach unserem Gesetz eindeutig der subsidiäre Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge übrig. Das heißt, er kriegt zunächst mal für ein Jahr den Aufenthalt, aber eben den Familiennachzug noch nicht garantiert. Zumindest hat sich die schwarz-rote Bundeskoalition jetzt darauf geeinigt, für subsidiär Schutzbedürftige wieder vom Familiennachzug Abstand zu nehmen für künftig 2 Jahre. Im August hat man es noch in die andere Richtung frisiert. Das zeigt auch, wie schnell sich die Situation und die Einschätzung ändert. Und das ist auch nach meinem Dafürhalten die richtige Einstufung, um dieser Situation gerecht zu werden und nicht, und das muss man auch sagen, den Syrern pauschal einen Sonderstatus einzuräumen. Warum kriegt der Syrer, nur weil er zahlenmäßig jetzt stärker auftritt, den Sonderstatus? Der ist quasi, weil er Syrer ist, Genfer Flüchtlingskonvention. Der andere aus Eritrea und sonst wo, da schaut man genauer hin, der ist vielleicht subsidiär schutzbedürftig. Das ist vielleicht, wenn man es genau nehmen will, sogar eine Diskriminierung gegenüber anderen Flüchtlingsgruppen. Warum wird der, der zumindest sagt, er ist Syrer, pauschal nach besseren Bedingungen eingestuft, 3 Jahre, 3 Jahre Aufenthalt, bevor man wieder drüber schaut, und Familiennachzug, und der andere aus Eritrea und so weiter soll es beweisen, was mit ihm passiert ist. Meine Damen und Herren, das passt nicht rein. Das war nur eine Notgeburt unter dem Eindruck dieser großen Zahlen, weil man die Zahlen nicht vom Tisch bekommen hat. Dann haben wir gesagt, gib denen mal den höchsten Schutzstatus, der denen irgendwo zustehen könnte. Dann kann er sich nicht darüber beschweren und dann sind die Fälle für heute abgeräumt. Aber aus dieser Systematik müssen wir raus, müssen wieder zur Einzelfallprüfung zurückkehren, um zu wissen, wen wir überhaupt vor uns haben. Und das sage ich jetzt ganz deutlich dazu, auch die richtigen politischen Signale zu senden. Es war vor wenigen Tagen im Landkreis Lanz und in der Gemeinde Felden eine Demonstration von, da sind gut 60 Asylbewerber, die haben sich auf die Straße gestellt mit Pappkarton und haben gesagt, es wurde uns was anderes versprochen, ihr seid doch ein reiches Land. Die sind enttäuscht, weil sie das nicht vorfinden, was ihnen wer auch immer versprochen hat. Die sagen, uns wurde was anderes versprochen. Wer ist das, der hier verspricht? Das war die Kanzlerin, das sind zu Hause vielleicht die Schleuser, das sind vielleicht Medienberichte, die hier ja suggerieren, hier ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, hier ist die Vorstufe zum Paradies, hier brauchst du dich nur hinzustellen, dann bist du ein reicher Mann. Viele kommen in diesem Glauben. Und jetzt setze ich noch eins drauf, meine Damen und Herren. Durch diese Vorspiegelung falscher Tatsachen locken wir auch Leute in die soziale Falle. Auch Leute, die woanders vielleicht nicht gut leben, aber zumindest ihres Lebens sicher sind. Dass ein Pakistani, dass ein Bangladescher, dass auch ein Afghane, der vielleicht in einem Gebiet wohnt, wo nicht Krieg ist, oder ein Syrer aus einem Grenzgebiet, wo nicht Krieg ist, sagt, okay, ich breche auf oder ich verlasse ja das Flüchtlingsheim irgendwo halbwegs sicher in der Türkei, weil ich nach Deutschland gehe, weil ich dort die Familie hinterherholen kann. Dann kommt er nach Deutschland oder nach Schweden. Das waren doch in den letzten Monaten die Bilder. Die Minderjährigen, die nach Schweden wollten, die nach Schweden sich durchgeschlagen haben, weil sie ja in dem Glauben losmarschiert sind, dann hole ich meine Eltern hinterher, dann hole ich meine Familie hinterher. Ich verstehe diese Menschen. Aber was macht Schweden heute? Schweden führt jetzt die Grenzkontrollen ein und sagt, nein, da kommt niemand hinterher, wir schicken dich wieder zurück. Da ist der Jugendliche aus Afrika bis nach Schweden marschiert und dann sagt man ihm am Ende, April, du bist in die Falle getappt, heim mit dir und die Familie kommt schon gar nicht hierher. Meine Damen und Herren, das zerreißt Familien, diese Vorspiegelung falscher Tatsachen, eine angeblich humanitäre Politik, die suggeriert, wir bringen euch alle unter, die lockt die Leute nach Europa und lässt die Familien zurück und nach 2 Jahren stellen sie fest, wir haben den Schleuser bezahlt, haben dafür zu Hause Haus und Hof verkauft und werden dann heimgeschickt und sind am Ende ärmer, als wenn wir gleich zu Hause geblieben wären. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen
und uns nicht weiter hinstellen und sagen, kommt alle zu uns, wir bringen euch alle unter. Und wenn sie da sind, dann wissen wir nicht, wohin mit diesen Leuten. Wir müssen hier umsteuern. Das beginnt ganz oben mit der politischen Signalwirkung. Und das ist immer noch das, was ich auch von einer Frau Merkel fordere und von einer CSU, die hier ja sehr nahe dran ist, auch auf Frau Merkel einzuwirken, hier wirklich zu sagen, liebe Frau Merkel, stellen Sie sich hin und sagen Sie, wir können nicht mehr aufnehmen, bitte bleibt zu Hause, wir tun alles, um euch in euren Heimatregionen zu helfen, aber bitte kommt nicht alle zu uns, wir können nicht jedem, inklusive seiner Familie, Wohlstand für alle versprechen, das geht über unsere Möglichkeiten hinaus und das fördert nur weitere Unzufriedenheit. Ich weiß, das tut nicht gut, jetzt hier umsteuern zu müssen. Sie hat natürlich Angst vor Gesichtsverlust. Deshalb wird vielleicht hier der Hausmeister de Maizière vorausgeschickt, der hier jetzt die unangenehme Botschaft bringen muss. Liebe Leute, wir sollten uns doch wieder ans Gesetz halten. Und da frage ich trotzdem auch diese Bundesregierung, wie weit sie es gebracht hat, dass es schon fast, ja, gefährlich ist für einen Minister, wieder auf die Einhaltung geltenden Gesetzes hinweisen zu müssen. Wenn ein Innenminister ja tolerieren soll, dass ständig am geltenden Recht vorbeiregiert wird und dann stellt er sich hin und sagt, liebe Leute, Dublin ist eigentlich noch Gesetzesgrundlage, wir sollten das wieder vollziehen. Wir sollten auch wieder jeden Einzelfall genau prüfen, ob uns der nicht hier veräppelt und gar kein Syrer ist oder wenn er Syrer ist, ob das dann der richtige Schutzstatus ist, hier Genfer Konvention. Ein Innenminister hat die Aufgabe, geltendes Gesetz anzuwenden und durchzusetzen und mich wundert, dass man hier sich drüber wundert, dass ein Innenminister für dieses Gesetz eintritt. Und ich bin immer noch der Überzeugung, meine Damen und Herren, dass diese Flüchtlingspolitik nicht jetzt eine Einbahnstraße ist, aus der wir nie mehr rauskommen und alles zugrunde geht. Wenn wir wollen, können wir umsteuern. Siehe Balkan, vor ein paar Monaten noch war das scheinbar ja unveränderbar, dass 50% der Asylbewerber aus dem Kosovo, aus ja, Mazedonien und so weiter kamen. Balkan, das kannst du nicht stoppen, die kommen alle. Jetzt kommt fast keiner mehr, weil dort das Signal angekommen ist. Liebe Leute, bitte bleibt zu Hause. Es macht keinen Spaß, hier ein paar Wochen in Aufnahmeeinrichtungen rumzusitzen und dann wieder heimgeschickt zu werden und vielleicht zu Hause ausgelacht zu werden. Und genauso müssen wir das in anderen Ländern jetzt durchziehen, humanitär vor Ort alles zu tun, um dort die Situation zu verbessern, dass mich keiner missversteht. Da waren wir Freien Wähler die Ersten, die schon vor einem Jahr gesagt haben, schaut, dass genügend Essen im Libanon ist, in Jordanien. Das wurde versäumt und rächt sich jetzt bitter. Jetzt ist es vielleicht 11:55, aber wir müssen trotzdem jetzt tätig werden, liebe Leute. Wir müssen die Realität anerkennen. Und die Realität ist eben, dass es kein Akt der Humanität ist, weiterhin zu suggerieren, jeder kann die Familie zu uns bringen und euch geht es dann allen gut, sondern jetzt ist es richtig zu sagen, jawohl, wir helfen euch vor Ort. Ihr seid als Bürgerkriegsflüchtlinge, Gäste auf Zeit, genauso wie damals die Jugoslawien-Flüchtlinge. Wenn der Krieg zu Hause rum ist, tun wir alles, um euch beim Wiederaufbau der Heimat zu helfen. Aber bitte kommt jetzt nicht alle zu uns, weil wir das nicht packen. Bitte bleibt in euren Regionen. Wer zu uns kommt, ist Gast auf Zeit, aber nicht automatisch Neubürger inklusive Familiennachzug bis in alle Ewigkeit. Das gibt unser Recht überhaupt nicht her. Das ist jetzt nur eine Kapitulation, ja, vor der eigenen Unfähigkeit, vor der eigenen, ja, vor dem eigenen Versäumnis, rechtzeitig genügend Personal einzustellen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also, meine Damen und Herren, dort müssen Sie nachrüsten, um wieder gewappnet zu sein, jeden Einzelfall genau zu prüfen. Und nochmal, es wäre doch ein Offenbarungseid, wenn sich diese Regierung hinstellen müsste und sagte,
Nur weil wir nicht die Zeit haben, dich zu prüfen, komm mal und das wird dann schon gut gehen. Der Ehrenamtliche hinterher, der hat dann die Zeit, dich Wochen, Monate und Jahre lang zu betreuen. Der macht das dann schon. Wir als Staat haben aber gar nicht mehr die Zeit, überhaupt deinen Namen abzufragen. Deshalb der Antrag der Freien Wähler. Gehen Sie in die Richtung, Herr Ministerpräsident, sagen Sie es Ihrer Frau Merkel, dass Herr de Maizière hier auf dem richtigen Dampfer unterwegs ist, dass er hier die Einzelfallprüfung unbedingt wieder einführen muss. Wir müssen wissen, wer sich in Deutschland aufhält. Wir müssen wissen, ist das ein Syrer oder ein Pakistani? Und nicht nur, ob es ein Syrer ist, sondern woher kommt er aus Syrien, damit wir passgenaue Lösungen erarbeiten. Und meine Damen und Herren, es wäre genauso falsch, pauschal zu sagen, jeder Syrer ist nur subsidiär schutzbedürftig. Genauso falsch wäre es zu sagen, jeder ist automatisch Genfer Flüchtlingskonvention. Genauso falsch wäre es zu sagen, keiner ist verfolgt. Genauso falsch wäre es zu sagen, alle sind Asylbewerber nach 16a. Wir brauchen die Einzelfallprüfung. Das ist Ausgangspunkt jeder Rechtsstaatlichkeit. Was wir momentan machen, ja, ist ein Kuttelmuttel, ist ein rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Wir müssen zu einem Ziel kommen, Humanität auf Dauer garantieren zu können, nicht heute ja Bilder in die Welt zu setzen, die wir morgen nicht erfüllen können und viele zerrissene Familien zurücklassen. Nochmal, das Suggerierte, ihr könnt alle kommen, das reißt Familien auseinander. Nicht die klare Ansage im Vorfeld, Bürgerkriegsflüchtling heißt nicht automatisch, alle dürfen kommen und allen geht's auf Dauer gut. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, um der Frau Merkel Vernunft einzuflößen. Dankeschön.